Ja, guten Abend, liebe Aktienfreunde. Es geht heute und Glück auf. Es geht heute wieder um ein für die meisten langweiliges und uninteressantes Thema. Ich schließe an ein Video an, das verlinke ich dann unten auch, das ich schon mal gemacht habe zu zwei Bankaktien, die ich habe. Die Nova Scotia Bank aus Kanada und die Kiatnakin Phatra Bank aus Thailand. Und da sind jetzt neue Quartalsergebnisse jeweils erschienen. Und da wollte ich jetzt einfach mal zurückkommen und anschließen an das, was ich dort schon erzählt habe. Fangen wir mal vielleicht mit der Nova Scotia Bank an. Die ist, wenn ich mal auf die Kurve schaue, wie man hier sehen kann, ja, eigentlich so im letzten halben Jahr ganz gut gestiegen und hat jetzt aber auch ein Umschwung hier erlitten, also es geht nicht weiter aufwärts, sondern es scheint jetzt hier auch wieder eine Abwärtsbewegung zu geben. Und da können wir mal gucken, ob man das auch in den Quartalsergebnissen schon irgendwie sehen kann oder auch nicht. Ja. Die hat ja so ein bisschen komisches Geschäftsjahr, das endet immer am 30.10. endet das Geschäftsjahr und so dass das erste Quartal am 31. Januar endet, ja. Also nicht das Kalenderquartal, sondern das Geschäftsquartal von der Nova Scotia Bank. Ja, ich gehe jetzt nicht auf die Vorgeschichte ein, das kann man ja schon in einem anderen Video dann hören und sehen. Jetzt geht es mir eigentlich um den Vergleich erstes Quartal aus dem zurückliegenden Geschäftsjahr und aus dem aktuellen Geschäftsjahr. Und was man hier sehen kann, was eigentlich nicht so schön ist, die Zinseinnahmen der Bank sind um 0,2% zurückgegangen. Man kann auch sagen, sind gleich geblieben. Wenn ich es in Euro umrechne, habe ich hier eine super Steigerung. Das liegt aber daran, dass der Euro sehr schwach ist im Moment. Ja, wen wundert's? Die sonstigen Einnahmen, das sind Gebühren, haben sich eigentlich auch ähnlich entwickelt. Auch nicht positiv, minus 0,4. Ja. Ist natürlich nicht so schön. Das hängt aber auch damit zusammen, dass in Kanada auch im ersten Quartal des Vorjahres hier der Corona-Einfluss gar nicht mehr so groß war wie in dem Jahr zuvor. Das hat dann nochmal zugenommen in späteren Quartalen, aber hier war wohl die Wirkung nicht so groß und die ist jetzt ähnlich. Also, oder man kann es auch nicht an Corona sozusagen festmachen. Wichtig ist auch noch die Frage, was für Rückstellungen bildet die Bank für Ausfallrisiken. Und da sieht man jetzt schon mal einen deutlichen Unterschied. Statt 764 sind es nur noch 222 Millionen kanadische Dollar. Und das bedeutet natürlich schon einen Rückgang um 70%. Der drückt natürlich auch positiv aufs Ergebnis. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann haben wir einen Gewinn im ersten Quartal des Vorjahres von 2,2 Milliarden und jetzt 2,6. Das ist natürlich mit plus 14% schon gut, aber wir sehen auch, es kommt eben nicht aus dem vermehrten Geschäft der Bank, sondern nur aus der Notwendigkeit oder der fehlenden Notwendigkeit, so viele Rückstellungen bilden zu müssen. Anzahl der Aktien und so weiter habe ich jetzt hier nicht weiter angeguckt. Die Dividende hat die Bank erhöht. Gab es hier noch 90 Cent im Quartal, so ist es jetzt 1 Dollar. Das ist natürlich mit dem schwachen Euro zusammen, ist das schon eine beträchtliche Steigerung, die wir hier als Europäer dann haben. Aber so sind es immerhin 11%. Das ist auch sehr viel. Der Gewinn ist sogar um 14% angestiegen. Und da muss man ja eben nochmal drauf zurückkommen. Es kommt nicht aus dem Geschäft, sondern aus der veränderten Risikovorsorge. Und das ist natürlich auch etwas in Summe, was nicht gerade jetzt bin ich hier falsch, was nicht gerade den Kurs nach oben treibt, würde ich sagen. Also die Erwartungen waren hier in dieser Phase sicherlich anders, als sie sich jetzt hier darstellen. Muss man jetzt auch nicht so dramatisch sehen. Das ist aber ein gutes Ergebnis. Ausschüttung steigt. So, dann sind wir bei der KKP Bank, die hat nun ein normales Kalenderjahr und hat, da machen wir auch den Vergleich, was haben wir hier an Zinseinnahmen? Da hatten wir im ersten Quartal 2021 noch 3,8 Milliarden Baht und haben jetzt 4,3. Also die Bank ist deutlich kleiner als die
Nova Scotia Bank, das sieht man schon, das sind hier also Einnahmen im Quartal an Zinsen von 100 Millionen. Und hier sind wir im Bereich, also das ist 20 mal so groß, die Nova Scotia Bank. Aber egal, für mich ist es noch groß genug. Und da sind wir von 3,8 auf 4,3 Milliarden Baht gekommen. Das sind immerhin 12,4% mehr. Das ist schon eine andere Steigerung, als wir sie bei der Nova Scotia Bank gesehen haben. Und auch die Gebühreneinnahmen sind von 1,7 Milliarden auf 2,1 Milliarden, auch um 19% gestiegen. Wenn man ein bisschen in den Geschäftsbericht liest, kommt das weniger aus dem Privatkundengeschäft als aus dem Firmenkundengeschäft. Und das zieht halt wieder an. Die Zinsen kommen auch nicht so sehr aus Krediten, sondern aus Leasinggeschäften. Fahrzeugleasing und vielleicht auch Immobilien oder Maschinenleasing, das nimmt jetzt deutlich wieder zu. In Thailand geht das Wirtschaftsleben wieder aufwärts nach einer langen Phase von Lockdowns und Reduktionen durch Corona. Der Tourismus fängt wieder an zu funktionieren und Kredite werden wieder ausgegeben. Wie sieht es mit der Risikovorsorge aus? Da sind sie ein bisschen vorsichtiger als die Kanadier, also hier ist ein Rückgang, ja, es wird besser, aber nur um 13%, also nicht wie die Kanadier um 70%. Die Thailänder in der KKP Bank bleiben hier noch vorsichtiger. Das muss mir nicht unbedingt schlecht gefallen. Hier haben wir ja auch einen Zuwachs im Business und müssen, und wenn wir dann auch noch diesen Effekt haben, werden wir hier einen doppelten Effekt sehen. Und das ist dann auch so. Also der Gewinn pro Der insgesamt der Gewinn lag im Gegensatz zu 1,5, sage ich jetzt mal so, Milliarden, jetzt bei 2,05 Milliarden. Also das ist um 40% gestiegen. Das ist natürlich toll. Anzahl der Aktien ist gleich geblieben. Ich habe also einen Gewinn von 1,73 und hatte ich im vergangenen Vorjahres ersten Quartal. Und bin jetzt auf 2 Bart 43, das sind also eben diese 40% Zuwachs. Und das ist natürlich für ein Quartal ist das toll. Muss man in Relation sehen, was wird im Gesamtjahr ausgeschüttet. Sind wir bei knapp 3 Bart gewesen im letzten Jahr, wobei ein Teil jetzt erst im Mai kommt. Was ich für wenig halte. Ich würde also denken, wir werden in 2022 auf jeden Fall die 8, vielleicht sogar die 9 Bart Gewinn sehen und dann hoffe ich, dass die Ausschüttung auch auf 4 oder 4,50 hochgeht. Wie gesagt, diese Ausschüttung aus dem 2022er Jahr wird man dann aber im Herbst 2022 und im Frühjahr oder im Mai 2023 erst sehen. Die machen nur zwei Ausschüttungen, nicht wie die amerikanischen Unternehmen vier Ausschüttungen machen. Ja, und der Aktienkurs selber ist, wo ist er? Ist hier. Und man sieht jetzt auch anhand der super Zahlen, dass das gleich einen Sprung gemacht hat. Die sind erst, ich glaube, erst am 19. veröffentlicht worden, ja. Ja. Also knapp 2 Tage, 2, 3 Tage, bevor ich das Video jetzt mache. Und man sieht ja auch schon die Kursveränderung. Der Kurs geht mit einem Satz nach oben und hat sich überhaupt jetzt hier in den letzten 6 Wochen sehr gut entwickelt. Die Aktie ist, wenn man das auf längere Frist sieht, natürlich schon, steht die schon ganz gut hoch. Wir waren auch schon mal hier bei 2 Euro. Ja, da ist noch ein bisschen Luft da drin, aber wir sind jetzt schon im Bereich hier mit dem aktuellen Tages. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen eingeschränkt. Mit dem aktuellen Tageskurs sind wir jetzt hier schon bei 1,96. Also das nähert sich jetzt schon den Höchstständen, auch umgerechnet auf Euro. Das ist jetzt ja nicht der Kurs in thailändischen Baht. Ich will jetzt auch nicht auf die Unterschiede eingehen. Es gibt die Aktien einmal in Form von inländischen Aktien für die Thailänder, die in Thailand gehandelt werden, und von diesen Foreign-Aktien, die im Ausland gehandelt werden. Und die unterscheiden sich auch je nachdem, ob im Ausland Nachfrage größer ist als im Inland und so weiter und so weiter. Weil die ausländischen Aktien sind auf 49% limitiert, damit die Ausländer nicht thailändische Firmen dominieren können. Das ist
Das halte ich nicht für unklug, so etwas. Ja, ich will ja auch nicht mehr als 49% von der Bank haben. Ja, also das ist für mich interessant. Vielleicht hat es den einen oder anderen auch interessiert. Es geht weiter. Ich bleibe auch bei meinen Aktien dran und werde da auch gerne mal Updates zu den Zahlenwüsten hier veröffentlichen, wenn ich an neue Informationen komme. Und das wollte ich eigentlich fett haben. Und danke ansonsten für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass die steigende Kurse und steigende Dividenden uns noch ein bisschen begleiten.